Ja, meine Lieben, Sword and Sorcery Ancient Chronicles von Ares Games. Wie kommt denn nun das Spiel bei mir an, beziehungsweise was habe ich denn zu sagen? Ihr habt gesehen, wie das Spiel grundsätzlich ablaufen kann und es ist ein Dungeon Crawler. Natürlich ist es ein Dungeon Crawler, keine Frage. Dieser Dungeon Crawler hat relativ viel Text, das muss man wissen. Und jede dieser Figuren agiert auch wirklich sehr eigenständig, sehr interaktiv und das, ehrlich gesagt, macht diese Figuren wirklich sehr, sehr interessant, insbesondere die Gegner. Natürlich kommt die Abwechslung im Wesentlichen über das Book of Secrets rein, beziehungsweise über die Events, die auf dem Spielplan passieren. Denn es ist klar, dass wenn ich durch Türen laufe, dass da natürlich in der Regel Monster kommen etc. Das ist klar. Was bei Sword and Sorcery Ancient Chronicles neu ist, für alle, die das schon kennen aus dem Original: wir haben auch eine Karte jetzt hier und man bewegt sich auf dieser Karte. Auf der Karte läuft man eigentlich nur den Weg ab, das ist jetzt nicht so spannend, aber wenn man in Städte kommt, ja, dann gibt es kleine Städte-Interaktionen und das ist ganz nett gemacht, weil dort kann man dann auch Gebäude durchsuchen, da kann man dann auch andere Dinge machen. Natürlich kann man dann auch sein Geld ausgeben, gar keine Frage. Wie immer lebt dieses Spiel sehr davon, dass diese Charaktere wirklich ein komplettes Eigenleben haben und die AI, also die Intelligenz hier wirklich ganz gut ist. Man kann sich überlegen, dass in diesem Treasure Deck hier ordentlich was an Schätzen drin ist, was man auch finden kann. Was natürlich einerseits ganz gut ist, aber natürlich andererseits diese Kampagne auch wirklich sehr unterschiedlich macht. Manchmal läuft es halt hervorragend, manchmal läuft es nicht so gut. Aber genau das ist es ja, was man von einem Dungeon Crawler möchte. Über die Qualität kann ich nur insofern was sagen, es ist eine durchschnittliche Qualität, es ist keine überdurchschnittliche Qualität. Die Miniaturen, da sind nicht so viele drin, aber die haben auch eine anständige Qualität, finde ich, aber auch nichts Überragendes. Was mich persönlich ein wenig stört, sind die Texte. Es sind extrem viele Texte, es sind extrem viele Symbole, aber das größte Problem für mich ist die Schriftgröße. Ich, wie ihr euch vorstellen könnt, ich mache das ja jetzt schon sehr lange und ich werde auch ein wenig älter. Das heißt, hier brauche ich, wie ihr manchmal gehört habt, eine Brille dafür, um diese kleinen Texte zu lesen. Und das ist nicht so mein Ding. Das finde ich störend. Und wer sich hier jetzt zum Beispiel diese Fähigkeiten anguckt oder hier den Text, der sieht genau, wovon ich rede. Das ist doch wirklich sehr, sehr, sehr klein und fiddelig und in irgendeiner Form schade. Eine zweite Sache, die man wirklich beachten sollte und sich überlegen sollte, ob man die englische oder die deutsche Version kauft, denn das Ganze gibt es auch in Deutsch, ist: dieses Regelwerk hier hat immerhin stolze 62 Seiten. Und wer jetzt denkt, naja, 62 ist nicht so viel, wer da mal reinguckt, klar, da sind natürlich auch Bilder drin, also die Beispiele sind okay, aber das ist auch schon hier relativ viel Text und auch klein geschrieben. Ein weiterer kleiner Kritikpunkt an der Anleitung ist, die Anleitung ist unterteilt, was eigentlich sehr gut ist, in grün generelle Informationen, blau die eigenen Helden und rot Enemies. Und im Regelwerk steht, nachdem man grün studiert hat, könnte man durchstarten und losspielen. Das, finde ich, stimmt nicht ganz. Man sollte schon noch mal wissen, wie denn eigentlich die Ergebnisse der Würfel zu deuten sind. Und das steht eben nicht in grün, das steht erst in blau. Ebenfalls sollte man wissen, wie die Enemies sich verhalten. Und das wiederum steht in rot. Deswegen hat die Regel hier leichte Schwächen. Man muss aber dazu sagen, es ist natürlich Ancient Chronicles. Das ist sozusagen ein neuer Teil. Und die meisten Fans werden Fans von Sword and Sorcery sein und somit alles schon bis jetzt kennen. Und dann natürlich auch einen recht leichten Einstieg haben. Last but not least möchte ich euch natürlich sagen, es gibt dafür auch hier noch Erweiterungspacks. Hier die sogenannten Accessory Packs und dort haben wir dann hier zum Beispiel kleine Dinge drin. Hier hätten wir die Chaotic Familiars, also das sind die, die dazu kommen, meine eigenen Leute,
unterstützen. Und wir hätten auch noch hier die Lawful Familias. Das sind die, die meine Lawful-Leute unterstützen. Und da sind dann immer so kleine Miniaturen drin. Wir haben hier dann ein Mini-Regelwerk dazu. Und wir haben, die habe ich hier untergetan, kleine Karten dazu ebenfalls. Diese Packs kann man auch käuflich erwerben, halten natürlich genau das, was sie versprechen und bringen ein wenig mehr Miniaturen rein. Brauchen tut man die nicht, aber schön aussehen tut es natürlich. Ja, das war heute eigentlich meine kurz oder doch etwas längere Sicht auf Sword and Sorcery Ancient Chronicles. Und ich werde mich jetzt weiterhin in die ins Abenteuer reinstürzen, denn durch habe ich es noch nicht, bin ich ganz ehrlich. Und meine Freunde sind schon heiß drauf, es mit mir durchzuspielen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Nils. Tschüss.